Als ich heute Morgen zum Unternehmensfrühstück gefahren bin, durfte ich zuerst mal eine Vollbremsung machen. Jemand, der gemeint hat, er hätte grün, ist einfach weitergefahren und hatte in Wahrheit rot auf der Ampel. Und mein Schutzengel hat mir also mal wieder gezeigt, dass er jeden Tag aufpasst und aktiv ist. Schön, dass man so dran erinnert wird. Und des Weiteren sagen mir einfach immer mehr Teilnehmer, Buchleser, dass die Menschen etwas orientierungslos und durch den Wind sind und sich manchmal oder manchmal öfters etwas unkontrolliert verhalten. Was hat das für einen Hintergrund? Und genau dieses Thema wollte ich heute dann auch beim Vortrag gleich ansprechen. Wir haben jetzt natürlich, ich glaube, das ist beim letzten jetzt angekommen, eine sehr unruhige oder auch für manche Menschen schwierige Zeit, eine erkenntnisreiche Zeit. Und das führt natürlich dazu, dass die Orientierung etwas zu wünschen übrig lässt, weil die Menschen sehr unter Strom, unter Druck, unter Situationen und Herausforderungen sind. Es hängt damit zusammen, dass der Zeitenwandel unglaublich vorantreibt und viele Dinge auch in den Menschen vorantreibt und zutage kommen lässt. Wir kriegen durch hohe Energien, die mittlerweile auf diesem Planet sind, immer mehr die Baustellen, die noch zu bearbeiten sind, ins Bewusstsein. Und das führt natürlich auch noch dazu, dass viele Menschen dadurch auch noch Action in sich haben. Also, was möchte ich zu der neuen Zeit noch sagen? Wir dürfen jetzt an unserem Mindset arbeiten. Damit bin ich jeden Tag beschäftigt bei meinen Kunden, damit wir vorbereitet sind, damit wir wissen, was kommt. Denn wenn wir wissen, was auf uns zukommt, dann lässt die größte Angst im Menschen nach, denn die größte Angst im Menschen ist die Angst vor Neuem. Und wenn wir natürlich wissen, was kommt, haben wir keine Bange vor Neuem. Und dass wir mehr die Ereignisse, die wir gerade weltweit haben, deuten können. Und das nicht so als Einzelsituation sehen, sondern deuten können, was bedeutet das jetzt geopolitisch, was bedeutet das für den Übergang in die neue Zeit, warum passieren verschiedene Prozesse, damit alte Systeme zum Erliegen kommen und Neues kommen kann und. Also meine Liste zu dem Thema, was geht und was kommt, wird immer länger, immer länger. Und da möchte ich euch anspornen, mit diesen Themen umzugehen und vorbereitet sein. Viele interessiert das noch gar nicht, denn Menschen möchten ja oft erst dann was ändern, wenn es nicht mehr anders geht. Nur es nützt nichts, wenn der Zug der Weiterentwicklung Volldampf läuft, wenn ich mich einfach auf die Gleise stelle. Das interessiert den Zug nicht. Und daher möchte ich immer anspornen, in der freiwilligen Darfphase, ich darf jetzt rechtzeitig was tun, da in sich zu investieren und an sich arbeiten, denn dann geht es, wie gesagt, leichter, ohne Ängste vor Neuem. Und wir können die Prozesse einordnen, können Chancen nutzen, können es als Katapult nutzen. Alle besten Wünsche, alles Gute, herzlichst Ulrich Semle.